Meine Damen und Herren, wir machen weiter in der Hoffnung, dass die, die noch nicht draußen sind, vielleicht da doch bei uns bleiben. Zum Schluss dieses sehr intensiven und wirklich auch sehr produktiven Tages wollen wir noch einmal in die Zukunft schauen. Und zwar, wir wollen fragen, wie die digitale Medizin von morgen aussehen könnte. Der Titel des letzten Panels des Tages lautet Präziser forschen und behandeln. Und es geht da, wie Sie hören, um Präzisionsmedizin. Einige von Ihnen kennen diese vielleicht auch unter dem Begriff personalisierte Medizin oder individualisierte Medizin. Und bislang würden die meisten Therapien natürlich für Durchschnittspatienten entwickelt. Das hat zur Folge, dass viele Behandlungen bei einigen Patienten gut wirken, bei anderen jedoch nur geringe oder vielleicht gar keine Wirkung zeigen, ohne dass man genau versteht, warum das so ist. Präzisionsmedizin ist ein innovativer Ansatz der Versorgung und auch der Forschung, der darauf zielt, die individuellen Merkmale des einzelnen Patienten bei der Wahl einer Behandlung oder Präventionsmaßnahmen von vornherein zu berücksichtigen. Und hier kommen die Vorzüge der Digitalisierung und vor allem auch von Big Data ins Spiel. Es geht um nichts weniger als die richtige Therapie für den richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt. Und was das heißt und wie es technologisch ermöglicht werden, welche Konsequenzen es nicht nur für Patienten, sondern auch für die Unternehmen und für das deutsche Versorgungssystem haben kann, das wollen wir nun erörtern mit einem herausragenden Panel. Darf ich die Panel-Teilnehmer bitte auf die Bühne bitten? So. Guten Tag. Wir machen es genau wie hier auf der Tafel. Das heißt, Frau Wanke kommt hier hin. Genau. Daneben Herr Gröhe. So. Er macht nicht fehlt, oder? Er macht nicht fehlt, soweit ich weiß, oder? Ja, okay. Ja, ich glaube, der fehlt. So. So. Also neben Herr Machnig fehlt leider, er konnte kurzfristig, musste kurzfristig absagen, deswegen Sie, Herr Köderitz, neben Herr Gröhr, genau. So, ja, perfekt, sehr gut. Herzlich willkommen an Sie alle. Ich stelle vor, Frau Professorin Wanke ist als Bundesministerin für Bildung und Forschung für die Entwicklung und Erprobung von digitalen Gesundheitsinnovationen zuständig. Herzlich willkommen bei uns, Professor Dr. Johanne Wanke. Herr Bundesminister Gröhr kennen wir ja, er war schon bei uns im Panel heute Morgen und er hat mit dem heute Morgen besprochenen E-Health-Gesetz den Stillstand bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen überwunden und will sich aber noch nicht damit zufrieden geben, auch er schaut mit uns in die Zukunft. Herzlich willkommen noch einmal auf das Panel. Ich freue mich auch, Moment, wir sind doch ein bisschen aus der Reihenfolge raus. Herr Krömer, ich suche. Herr Professor Krömer ist Pharmakologe und Dekan an der Universitätsmedizin Göttingen und weiß als Präsident des medizinischen Fakultätentages, wie die 37 medizinischen Fakultäten in Deutschland in Sache Digitalisierung und Präzisionsmedizin aufgestellt sind. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Krömer. Frau Martine Köderitz ist Vorsitzende der Geschäftsführung von IBM Deutschland und mit künstlicher Intelligenz will das Unternehmen den Gesundheitsmarkt modernisieren. Schön, dass Sie bei uns sind. Applaus
Und ich freue mich sehr, Professor Dr. Peter Dabrock zu begrüßen. Er ist evangelischer Theologe und Professor für systematische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg. 2016 wurde er zum Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats gewählt. Der Deutsche Ethikrat arbeitet derzeit an einer Stellungnahme zu Big Data. Sehr spannend. An unserer breiten Zusammensetzung ist wieder schnell zu erkennen, dass das Themenfeld Präzisionsmedizin von morgen viele verschiedene Perspektiven an einen Tisch bringt. Und weil es so viele sind, wäre ich wieder sehr, sehr dankbar für relativ kurze Antworten. Auf diese Weise kommen wir noch mehr zum Dialog miteinander. Und um uns noch besser auf das Thema Präzisionsmedizin einlassen zu können, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen kleinen Film vorbereitet, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen. In jeder Klinik in Deutschland liegt ein Schatz. Und dieser Schatz, der muss gehoben werden. Die Digitalisierung in der Medizin wird das Behandlungsergebnis bei unseren Patienten revolutionär verbessern. Im Grunde beginnt die Forschung schon in der Praxis. Beispiel: das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, kurz DZNE. Hier forscht man unter anderem an Demenz und Parkinson. Wir erheben Daten von ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Es wird zusammengeführt und in dieser Datenmenge können wir dann Zusammenhänge erkennen. Grundlagenforschung am Computer. Ein Beispiel dafür, wie die Digitalisierung die medizinische Forschung und Versorgung schon jetzt stark verändert und künftig völlig neue Möglichkeiten schaffen wird. Die Revolution in der Medizin bedeutet präzise und individualisierte Behandlung des Patienten. Dazu ist eine Digitalisierung aller Versorgungsdaten und Patientendaten notwendig. Wir sind begeistert, dass das BMBF es ermöglicht, in Deutschland den Grundstein für eine derartige Digitalisierung zu legen. Wichtige Hinweise für die Prävention werden sich daraus ableiten lassen. Am Ende profitiert der Patient davon, dass Diagnosen präziser und Therapien individuell zugeschnitten werden können. Auch hier, meine Damen und Herren, geht es unter anderem auch um das Thema Akzeptanz. Und deswegen haben wir wieder zwei kleine Abstimmungen für Sie. Wenn wir jetzt die erste von unseren Umfragen auf diese Bildschirm bringen können. Es lautet, Frage 1, würden Sie persönliche Gesundheitsdaten zur präziseren Erforschung von Krankheiten zur Verfügung stellen? Und die Antworten, ja, unter Umständen, wenn die Anonymität und die Sicherheit meiner Daten garantiert sind. Und Nummer 3, nein. Bitte stimmen Sie ab. Bei uns sind offensichtlich relativ viele Techno-Optimisten, würde ich sagen, die gleich Ja sagen, nicht unter Umständen, sondern gleich Ja. Auch Frau Dr. Wanke ist darüber leicht überrascht. Wir haben eine zweite TED-Frage, da wollen wir sehen, wie techno-optimistisch Sie sind. Könnten wir bitte die zweite Frage jetzt haben? Und die lautet, meine Damen und Herren, würden Sie sich einen Chip implantieren lassen, der fortlaufend Ihre Gesundheitsdaten kontrolliert und gegebenenfalls direkt Ihren Arzt informiert? Und hier haben wir auch drei Möglichkeiten. Ja, nur bei einer schweren Erkrankung, und C wäre nein. Also, bitte abstimmen. Okay, also da eher nur unter gewissen Bedingungen.
Gut, vielen Dank, meine Damen und Herren. Diese Information nehmen wir auf jeden Fall jetzt mit in die Diskussion. Nun würde ich sehr gerne mit einer ersten Fragerunde zur Klärung anfangen. Und zwar, warum die Präzisionsmedizin so zukunftsweisend ist, so wichtig. Und dazu vielleicht nur eine Zahl, liebe Frau Bundesministerin. Sie haben in den vergangenen 4 Jahren für Forschungsprojekte im Bereich individualisierte Medizin rund 700 Millionen Euro ausgegeben. Sie fördern Forschung im Bereich digitale Gesundheit, zum Beispiel mit der Medizininformatik-Initiative. Was macht Sie so sicher, dass dieses Geld gut investiert ist? Warum ist dieses Forschungsfeld in Ihrer Ansicht nach so wichtig? Sie haben es ja bei Ihrem Eingangsstatement auch sehr schön erklärt. Also wenn man heute als Patient irgendein Medikament nimmt, dann ist das für den Durchschnittspatienten ausgelegt. Dann steht höchstens Alter, Jung oder also Jugendlicher oder Erwachsener, manchmal noch Gewicht oder männlich, weiblich. Das ist, wenn ein guter Arzt da ist, der weiß, wenn er einem Patienten etwas verschreibt, dann weiß er mehr über den Patienten. Vorgeschichte, andere Erkrankungen, kann das versuchen mit einzubeziehen. Aber für den Arzt wäre es natürlich super toll, wenn er wüsste, wie ist das bei 1000, 2000 Patienten, die ähnliche Vorgeschichte, ähnliche Lebensumstände, ähnliche Umweltbedingungen hatten und was hat da dieses Medikament bewirkt? Sollte man es so oder anders anwenden? Wenn der Arzt diese Information hätte, dann könnte er für den einzelnen Patienten, den er gut kennt, noch sehr viel besser sagen, wie ist jetzt die Behandlungsabfolge, was ist zu beachten, das heißt maßgeschneidert. Oder wenn wir einen Themenbereich nehmen aus der Krebsforschung, dann wissen wir, dass die Sterblichkeitsrate bei Kindern, die an Krebs erkranken, viel geringer ist als bei Erwachsenen. Aber wenn es dort eine Also wenn der Krebs später wieder auftritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, sehr, sehr viel größer. Und die Wissenschaftler erklären das damit, dass man zuerst sozusagen die volle, also das volle Gegenmittel verwendet. Und es wäre wahrscheinlich für die Überlebensrate gut, wenn es sehr individualisiert, sehr schonend, sehr auf den konkreten Patienten bezogen sein könnte. Und das sind nur 2 Punkte, dass es also für uns alle, für jeden Patienten klasse wäre, wenn also die vielen Patienten, wenn wir diese Daten so zur Verfügung hätten, dass Forschung draufschauen kann und Schlussfolgerungen ziehen kann, Forschung oder Gesundheitswirtschaft. Und deswegen glaube ich, und das ist ja nicht nur eine deutsche Einschätzung, Sie hatten freundlicherweise unsere 700 Millionen erwähnt, Euro, aber Obama hat ja auch eine viel beachtete Initiative zur Präzisionsmedizin mit über 215 US-Dollar gestartet. Oder wir hatten gerade Besuch von der chinesischen Regierung, die im jetzigen 5-Jahr-Plan dort auch einen Schwerpunkt darauf legen. Und ich denke, dass man sagen kann, dass wir, was die Forschung anbetrifft, was die Möglichkeiten, Analytik einzusetzen, dass wir da richtig gut sind, dass wir aber jetzt es möglich machen müssen, dass man den Zugriff auf diese vielen Daten hat. Und mit unserer Medizininformatik-Initiative versuchen wir, den Grundstein dafür ganz handfest zu legen. Schön, dass Sie Obama erwähnt haben, was sein Nachfolger mit Wissenschaft und Forschung macht. Das wollen wir hier nicht besprechen. Herr Gröhe, Sie sind dafür zuständig, den Rahmen zu setzen, damit Innovationen, gerade auch in diesem Bereich personalisierte Medizin, in die Routineversorgung eingesetzt werden können. Also sozusagen von Bildschirm zu Bett, nicht von Bench to Bed, sondern Bildschirm zu Bett. Was muss da geschehen? Was ist Ihrer Ansicht nach sehr, sehr wichtig, damit das schneller und auch effektiv geschehen kann? Also es geht gar nicht nur um vom Bildschirm zum Bett. Es geht, wenn Sie das Bildschirm nehmen, auch vom Bett wieder zum Bildschirm. Wir brauchen auch für die Forschung die Daten, die Erfahrungen aus der Versorgung. Und deswegen angesichts des enormen medizinischen, medizinisch-technischen, pharmazeutischen Fortschritts, der häufig digitalisierungsgetrieben ist, brauchen wir eine noch wesentlich engere, und ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit zwischen Forschung und Versorgung, schneller Ergebnisse transportieren. Das bedeutet vor allen Dingen erst einmal eine Vernetzung der Unikliniken über die Medizininformatik-Initiative untereinander, aber dann natürlich, und es gibt ja hier
unter den im Ausstellungsbereich schon eindrucksvolle Beispiele, wie dann eine Uniklinik ihr Fachwissen rund um die Uhr auch in kleinere Grund- und regelversorgende Krankenhäuser zur Verfügung stellt. Dann muss es dort eine gesicherte Infrastruktur geben, entsprechende Ausbildung. Dann muss es auch eine Akzeptanz geben und die ist erkennbarerweise, da war die Umfrage ja sehr eindrucksvoll, nicht? Daten gebe ich her, wenn es denn eine ernste Erkrankung ist. Das heißt, in dem Moment, wo die Abwägung sozusagen da ist, ich verspreche mir hier etwas, dann ist auch die Bereitschaft, etwas zu tun, größer. Ich glaube, wir tun gut daran, deswegen gar nicht abstrakt über Big Data. Mancher hat Angst, klingt wie Big Brother und ist dann ganz überrascht, aber es geht um eine individualisiertere Medizin zu sprechen, sondern möglichst konkret. Und ich finde es sehr schön, dass wir ja gemeinsam eine Initiative ausgehend vom Nationalen Tumorzentrum unterstützen, dort auch mit Industriepartnern, darf man ruhig sagen, Siemens, SAP, mit dem Ziel am Beispiel der Lungenkrebserkrankung, wo es eben in der Tat eine individualisiertere Chance auf Behandlung gibt, wenn die konkrete Mutation festgestellt wurde. Und das hat dann sehr schnell damit zu tun, dass wir nicht Menschen eine Therapie verabreichen, die erst viel kostet, zweitens Nebenwirkungen hat und drittens wir irgendwie wissen, aber so richtig hilft sie nicht, sondern wir uns konzentrieren, Innovationen so zu entwickeln, dass sie konkret dem Menschen, der einzelnen Person hilft und diese Versorgungserfahrung in die Forschung und die Forschungsergebnisse schnell in die Versorgung zu bringen, das ist die große Aufgabe. Und wenn ich als Letztes sagen darf, es ist ja kein Zufall, wir reden jetzt gleich mit der medizinischen Wissenschaft, mit der technologischen Unterstützung, mit dem Ethikrat. Es hat eine herausragende ethische Bedeutung, wenn es im Kern um die Vorhersehbarkeit zum Beispiel eines Erkrankungsrisikos geht. Wie gehen wir damit um? Gibt es ein Recht auf Nichtwissen, wenn die Krankheit noch gar nicht behandelbar ist? Insofern haben wir medizinische, juristisch-politische, technologische und ethische Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Sie sprachen von Industriepartner, deswegen würde ich jetzt sehr gerne zu IBM gehen. Sie sind gerade im Bereich Big Data natürlich sehr aktiv und Sie steigen zunehmend in die Gesundheitsbranche ein. Wo liegt da das Potenzial aus Sicht von IBM? Also es ist ja viel schon erwähnt worden, dass letztendlich heute wahnsinnig viele Daten und Informationen zur Verfügung stehen. Personalisierte Daten, Gesundheitsdaten, Genomdaten. Wir werden auch an der Ecke immer mehr erfahren von dem Individuum. Es liegen aber auch rund um den Globus unglaublich viele Daten zur Verfügung aus all den medizinischen Studien, aus den Forschungsergebnissen. Ich meine, ein Fakt ist hier, dass man derzeit sagt, alle 73 Tage verdoppelt sich das verfügbare medizinische Wissen und auch daraus ergibt sich meines Erachtens die ganz logische Konsequenz, das kann der beste Arzt, der beste Mediziner, der beste Forscher, selbst das beste Team, kann diese Dynamik der Wissensexplosion eigentlich irgendwo nicht mehr ohne eine technologische Unterstützung, ohne eine technologische Lösung vernünftig nutzen, um genau da hinzukommen, was wir ja bereits gehört haben, präzise zu sein im Sinne von personalisiert und individualisiert, wenn es um die Diagnostik geht, wenn es um die Medikation geht und wenn es um die personalisierte Therapie und Behandlung geht. Und wir bringen hier eben unsere Watson-Cognitive-Fähigkeiten ein, eine Technologie, Daten der unterschiedlichsten Quellen in Echtzeit analysieren zu können und daraus bessere Erkenntnisse zu bekommen und damit auch Systeme, medizinische Assistenzsysteme zu trainieren und ein lernendes System aufzubauen. Danke sehr. Professor Krümmer, die Vorteile sind klar und zugleich fragt man, ist diese Branche Präzisionsmedizin eigentlich etwas nur für die Vorzeigeinstitutionen, sozusagen für die medizinische Elite, oder werden wir wirklich erleben, dass das in die Praxis, also auch bei kleineren Institutionen übernommen werden kann? Ich glaube, dass die Entwicklung der Präzisionsmedizin für das Land vollkommen unumgänglich sein wird, angesichts der alternden Bevölkerung, aus der ja auch ein höherer Anspruch gegenüber dem Gesundheitssystem erwachsen wird, werden wir in Zukunft wesentlich sorgfältiger als heute noch mit unseren Ressourcen umgehen
müssen. Und Präzisionsmedizin ist ja nichts anderes als eine intelligente Form von Ressourcenallokation. Und die ist heute Realität. Die gibt es für verschiedene Krankheitsbilder. Minister Gröhe ist gerade darauf eingegangen, wenn heute ein Bronchialkarzinom behandelt wird, erfolgt das vielfach nach diesen Regeln. Gleiches gilt etwa für schwarzen Hautkrebs. Und man sollte nicht der Illusion erliegen, dass sich das nur auf Krebs beschränkt. Wenn Sie etwa ein Kind mit zystischer Fibrose haben, passiert das heute auch. Zugeben muss man, dass die Durchführung derzeit noch in spezialisierten Einrichtungen erfolgt. Das wird sich ändern, das kann sich ändern. Sie brauchen im Prinzip zwei Ingredienzien. Sie müssen einmal die Information generieren, also eine vernünftige Diagnostik haben. In Diagnostik waren wir in Deutschland immer sehr, sehr gut. Da ist Deutschland ein sehr gut aufgestelltes Land. Und die generierten Daten müssen verfügbar sein über Informationstechnologie, der Schwerpunkt des heutigen Gipfels. Und wenn Sie die beiden miteinander erfolgreich verknüpft kriegen, nämlich die Diagnostik, die Informationstechnologie, haben Sie die Voraussetzung für eine flächendeckende Präzisionsmedizin. Ich würde die letzte Bemerkung des Ministers gerne nochmal aufgreifen in Richtung des Kollegen aus der Ethik. Wir tendieren dazu, Präzisionsmedizin immer mit positiven Entscheidungen zu assoziieren, nämlich zu sagen, dass jemand ein Medikament bekommt, bei dem das wirken wird. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass auch die umgekehrten Entscheidungen getroffen werden, wenn mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein Medikament bei einer schweren Erkrankung nicht wirkt, dass das dann nicht gegeben wird. Und das ist ein Bereich, den Sie unmöglich allein in der Medizin entscheiden können, sondern indem man sich sehr eng in einen gesellschaftlichen Diskurs eben insbesondere mit den Kollegen aus der Ethik begeben muss. Das können wir vielleicht gleich aufgreifen, unter anderem auch, weil ich jetzt zu Professor Dabrock gehen möchte. Tatsächlich hat der Ethikrat sich schon einmal mit personalisierter Medizin befasst. Ich glaube, das war im Jahr 2013. Und Sie bereiten, das hatte ich vorhin erwähnt, gerade jetzt auch eine Stellungnahme zu Big Data vor. Deswegen gerne aus Ihrer Sicht die wichtigsten ethischen Aspekte bei beiden Punkten? Ja, in einem Satz könnte man es zusammenfassen. In einem Satz könnte man es zusammenfassen und sagen, die ganze Entwicklung der sogenannten Präzisionsmedizin oder eben auch des Einsatzes von Big Data im Gesundheitswesen muss verantwortlich vonstatten gehen. Und verantwortlich vonstatten gehen, das heißt für uns einerseits die Chancen nicht vertun, die Chancen für den Einzelnen, die Chancen für die Gesellschaft, und dabei muss aber auch der Mensch im Mittelpunkt bleiben. Und das gerade, wo ja im Bereich Gesundheit es sich um hochsensible Daten handelt, und wir haben gerade in der Diskussion und auch heute Morgen schon gehört, dass die Abgrenzung, was ist eigentlich ein gesundheitsrelevantes Datum im Zeitalter von Big Data, im Zeitalter auch der Einbeziehung von Lebensstildaten, von Umweltexposition, immer schwieriger wird festzulegen, sodass im Grunde jedes Datum, wenn es in den Kontext hineinpasst, auch gesundheitsrelevant werden kann. Und diesen Mittelweg zu finden, auf der einen Seite die vielen Daten zu integrieren, sie gesundheitsbezogen auch auf der entsprechenden Qualitätsebene zu nutzen, sodass man wirklich medizinische Maßnahmen sowohl des Tuns wie auch des Unterlassens daraus ziehen kann. Das ist das, was uns eben interessiert, und dabei eben im Blick zu behalten, dass die Vertraulichkeit und Sicherheit und Qualität der Daten gewährt ist, dass die Unternehmungen, die sich daran beteiligen, gerade auf die Zukunft hin betrachtet, eine notwendige Vertraulichkeit eben auch ausstrahlen, dass die Menschen bereit sind, tatsächlich Daten zur Verfügung zu geben, und dass als letztes, Mensch im Mittelpunkt, wir das Konzept der Datensouveränität, was viele von Ihnen ja sicherlich auch schon gehört haben und was im Schwange ist seit einiger Zeit, dass wir das wirklich ethisch so ausgestalten und rechtlich so ausgestalten, dass wirklich der Einzelne die Kontrolle über seine Daten behält. Das ist das, was uns interessiert und wo wir Ende des Jahres die Stellungnahme vorlegen werden. Vielen Dank. Darauf würde ich gerne noch einmal zurückkommen, aber vielleicht auch zu Ihrem ersten Punkt, dass es durchaus auch diese Kategorie gibt, dass man vielleicht in Zukunft jemand sagen muss, wir wissen, dass ein gewisses Medikament für Ihre Art von Lungenkrebs nicht wirksam sein wird.
das könnte für manchen Patienten wie eine Form von Rationierung aussehen oder auf jeden Fall also man hat es jetzt schon erlebt, dass Patienten sagen, ich möchte es trotzdem. Was macht man da, Herr Gröhr? Ja, also zunächst ist es ein Grundsatz des solidarischen Gesundheitssystems, dass wir sagen, der Einzelne hat Anspruch auf die Behandlung, die dem Zwecke erfüllt, die sicher ist. Das ist die Frage, wie geht man mit Risiken um? Und die sozusagen einen konkreten Nutzen. Wir machen ja auch den Zugang zu innovativen Medikamenten abhängig davon, dass zum Teil auch unterschiedlich nach Patientengruppen gesagt wird, für die Gruppe hat es Nutzen, für die nicht. Ich glaube, es ist einmal eine intellektuelle Herausforderung im Zeitalter immer individualisierterer Medizin zu sagen, was ist die Vergleichsgruppe? Wie stellen wir eigentlich Nutzen fest? Ja, also das ganze Stichwort Evidenzbasierung, große Gruppenvergleiche, wie leisten wir das intellektuell für kleine Gruppen? Und es ist zweitens eine große Herausforderung für die Kommunikation zwischen Arzt und Patientin, Patientin zu sagen, welche Therapie nicht angewandt wird, weil sie eben nicht nützt. Das ist übrigens in anderen Feldern auch eine Herausforderung. Auch manche Eltern, die den Arzt bestürmen, sagen, Schluss mit der Schreierei, ich will ein Antibiotikum. Also auch den muss ein Arzt im Interesse übrigens auch der Einsatzfähigkeit dieser Medikamente sagen. Und in diesem Falle ist es nicht angezeigt. Aber dass dies bei lebensbedrohlichen, schwersten Erkrankungen eine besonders harte Herausforderung ist, zu sagen, für diese oder jene Mutation, und das findet ja heute schon in ganz vieler Art und Weise nun gerade in der Krebstherapie auch statt, dass Menschen dann erfahren, ja, es ist eine Mutation festgestellt worden, für die gibt es Therapien. Und anderen auch die harte Wahrheit sagen zu müssen, dass wir dort noch nicht so weit sind oder nicht so weit sind. Insofern ist es sowohl eine Aufgabe, das präzise zu erfassen und dann auch der Patientin, dem Patienten zu erläutern. Und klar ist, dass ja alle Therapien übrigens nicht nur Geld kosten, sondern auch mit Nebenwirkungen verbunden sind. Es ist ja auch unverantwortlich, Menschen etwa den Risiken einer Behandlung auszusetzen, ohne dass diesem Risiko auch eine Aussicht auf Erfolg gegenübersteht. Insofern ist es eine Frage des redlichen Umgangs mit Therapien und dann der guten Kommunikation zwischen Arzt und Patientin. Und das wollen die Menschen, das darf ich vielleicht noch mal sagen, auch an die Anfrage, wie wir Masseninformationen auswerten. Frau Köderitz, ich habe in Boston bei Watson Health gelernt, dass sie nicht mehr dort nicht so sehr von Artificial Intelligence, sondern von Cognitive Enhancement sprachen, also der Befähigung. Aber das signalisiert ja an die Person, dass so eine schwere Entscheidung nicht sozusagen eine Maschine getroffen hat, sondern die Maschine einem Menschen geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen und mir dann zu erklären. Insofern solche Dinge zu verstehen, hängt auch damit zusammen, dass ich begreife, welche Rolle die Technik hat und wo sie dienende Funktion hat, aber die Entscheidung einer Ärztin, eines Arztes eben nicht ersetzt, sondern zielgerichtet unterstützt. Vielen Dank. Jetzt würde ich sehr gerne in eine zweite Fragerunde über mögliche Hürden und Hindernisse sprechen. Und da würde ich bei Ihnen anfangen, liebe Frau Ministerin, weil Sie sprachen auch vom internationalen Vergleich. Und in einigen anderen Panels heute haben wir gehört, zum Beispiel im Bereich E-Verwaltung ist Deutschland auf jeden Fall höchstens im Mittelfeld in Europa. Und jemand sagte aber dann wiederum bei einem Forum heute Morgen, wir sollten aus unserer Sensibilität, was Datenschutz angeht, eine Stärke machen und nicht immer nur eine Schwäche sehen. Was denken Sie, ist das tatsächlich auch in diesem Bereich eine Stärke, dass die Deutschen vielleicht etwas sensibel sind, wenn es um Datensharing angeht? Vielleicht mal ein ganz anderen Bezugspunkt, über den wir auch lange diskutiert haben. Jahrelang hieß es, dass in Deutschland bei uns neue Geschäftsmodelle so etwas behindert werden, weil der Datenschutz zu streng ist. Und da wurde immer gesagt, bei den Amerikanern, da geht das sehr viel besser, sehr viel einfacher. Und jetzt, wo Industrie 4.0 oder autonomes Fahren, wo es darauf ankommt, dass der Einzelne große Sicherheit hat bei der Datenübertragung oder dass viele Deutsche, gerade die kleinen Unternehmer, die größte Angst haben, dass ihr Know-how praktisch verloren geht, abgesaugt wird, haben wir die Idee des Industrial Data Space entwickelt in Deutschland, die uns jetzt
in die erste Liga katapultiert, weil es ein großes Plus ist, solche Sicherheit zu haben, sonst kommen sie nicht Industrie 4.0 produzieren. Wenn es aber jetzt um das Thema Gesundheitsdaten geht, dann ist die ethische Problematik, die Problematik, was wird weitergegeben, eine ganz, ganz wichtige. Und weil Sie ansprachen, dass der Ethikrat sich mit diesen Fragen schon 2013 beschäftigt hat, also zum Beispiel die Frage Gensequenzierung und die Informationen. Wenn also ein Sportler untersucht wird in Hinblick auf, was für eine Leistungsfähigkeit ist auf seiner genetischen Disposition maximal möglich. Und dabei wird aber etwas schwerwiegendes Krankheitsrisiko oder anderes festgestellt, war die Frage, gibt es ein Recht auf Nichtwissen? Wäre ich sehr dafür. Das sind alles Dinge, über die, glaube ich, diskutieren wir in Deutschland, weil es für uns sehr, sehr wichtig ist, dass hier Vertrauen entsteht in das, was entschieden wird. Und deswegen ist diese ethische Komponente, die Anonymität zu gewährleisten, außerordentlich wichtig. Wenn es aber darum geht, dass wir wirklich die riesigen Datenmengen, die anfallen bei den unterschiedlichen Versorgern, bei den Apotheken, in den Krankenhäusern, dann haben wir keine Standards. Wir haben auch kein einheitliches Management. Das ist in den Krankenhäusern sehr unterschiedlich. Das ist auch in der universitären Medizin sehr unterschiedlich, manchmal schon in großen Kliniken. Und das gilt auch für Forschungsdatenbanken. Und wenn wir dort weiterkommen wollen und wirklich aus Tausenden von Patienten Erkrankungsverläufen Schlussfolgerungen ziehen, müssen diese Informationen der Forschung zugänglich gemacht werden. Aber natürlich unter Wahrung des Rechts des Einzelnen, also Anonymisierung. Und ich sprach an die Medizininformatik-Initiative, wo wir jetzt eine Konzeptphase hinter uns haben, wo von allen universitären Fakultäten Medizin 28 beteiligt sind. Und sie können Digitalisierung, sie können das nicht alleine machen. Sie können natürlich jetzt irgendein Gerät oder sowas entwickeln, was der Arzt nutzen kann. Aber wenn Sie die Menge der Daten nutzen wollen, dann müssen Sie vernetzt arbeiten. Und deswegen ist für mich ein sehr, sehr schönes Ergebnis, dass diese 28 universitären Medizineinrichtungen, kommen sicher noch andere dazu, also die anderen schließen sich nicht aus, geeinigt haben auf Standards. Also sehr kommunikativ, kooperativ und sozusagen ein Kerndatensatz für die Patienten in der universitären Medizin sich überlegt haben, den auch realisieren wollen bis Ende nächsten Jahres. Das ist sozusagen ein erster großer, wichtiger Schritt, der dann ausgebaut werden muss. Das heißt, das, was wir in der Forschung an Leistungsfähigkeit haben, bei Big Data, Analytik, künstliche Intelligenz, und da sind wir ja sehr, sehr gut, Herr Dirks hat es auch nochmal deutlich betont, können wir nur einsetzen, wenn die entsprechenden die Daten für die Forschung zur Verfügung stehen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz zentrales Thema, damit wir dann zu dieser Idealvariante kommen, dass jeder ganz individuell, ganz schonend beraten und behandelt werden kann. Danke sehr. Und ich würde auch sehr gerne zu Professor Krömer dann gehen und hören, wie effektiv der Datenaustausch im Moment bei Ihnen aussieht. Also innerhalb der eigenen Hochschule, aber dann natürlich auch mit anderen Hochschulen und auch Universitätskrankenhäusern. Ja, Sie fragen im Prinzip nach dem Stand der Digitalisierung der Universitätsmedizin und quantitativ betrachten Sie ja schon einen wichtigen Block, weil 10% aller stationären Patienten, 15% aller Intensivpatienten in der Universitätsmedizin behandelt werden. Qualitativ sind dort die schwerstkranken Leute in unserem Land. Ein Teil dieser universitären Medizin ist vor 10 Jahren mit einem Schlag digitalisiert worden, nämlich alles, was rund um Abrechnung ging. Das ging innerhalb von praktisch überhaupt keiner Zeit. Der andere Teil, nämlich der medizinisch relevante Teil, hinkt da ganz deutlich nach. Insbesondere auch, wenn wir uns das umgebende Ausland ansehen, von den USA ganz zu schweigen. Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass selbst der Datenaustausch innerhalb der Klinika nicht sehr gut ist, unter den Klinika kaum vorhanden. Und daraus resultiert auch, dass Deutschland in diesem Bereich kein Markt geworden ist. Und in diesem Zusammenhang ist diese Medizininformatik-Initiative, auf die Frau Ministerin Wanka gerade abgehoben hat, für uns außerordentlich wichtig, weil über Jahre und Jahrzehnte sind sie in Deutschland dann gefördert worden, wenn sie in der Informationstechnologie was gemacht haben, was kein anderer machte. Und dieses Programm geht genau in die andere Richtung. Sie konnten da nur mitmachen mit mehreren Universitätsmedizinen. Wir haben jetzt mittlerweile 7 Konsortien, die sich da gebildet haben. Und man hat auch dafür Sorge getragen, dass diese Konsortien sich nicht auseinanderleben und individuelle Probleme lösen, sondern eine gemeinsame Dachstruktur geschaffen. Also
aus meiner Sicht ein Musterbeispiel dafür, wie man in Deutschland im Bereich der Digitalisierung durch Setzen eines geschickten Incentives einen maximalen Erfolg erzielen kann. Genauso klar ist uns, dass sich das der Herkunft des Ministeriums geschuldet, natürlich auf Forschung bezieht und dass der ganz große Teil der Digitalisierung in der Versorgung stattfinden muss. Und deswegen ist aus unserer Sicht, aus Sicht der medizinischen Fakultäten sehr erfreulich, dass das BMG mit Minister Gröhe dieses Programm sehr intensiv begleitet. Wir brauchen letztendlich beides. Wir haben gesehen, dass Ihre Dialogplattform Digitale Gesundheit angekündigt worden ist. Wir hoffen natürlich, dass die Wissenschaft darin dann auch eine Stimme bekommen wird. Ich glaube, wenn man das entschlossen weitertreibt, sowohl auf der Forschungsseite als auch auf der Versorgungsseite, wird die Bundesrepublik sich auch als einen Markt entwickeln, in dem die Digitalisierung des Gesundheitssystems staatlich getrieben, da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf, einen ganz wesentlichen Stellenwert haben wird. Die ganze Sache würde, wenn sich das so umsetzt, aus meiner Sicht mit einem Schlag auch marktrelevant werden. Vielen Dank. Also wie wir gerade gehört haben, Frau Köderitz, die Vernetzung von Institutionen in Deutschland ist noch ausbaufähig. Sie haben ja immerhin auch schon einige erfolgreiche Pilotprojekte in die Wege geleitet. Vielleicht könnten Sie uns ein Wort dazu sagen und auch noch zu den Hürden aus Ihrer Sicht. Naja, also Hürden sind jetzt einige genannt worden. Andersrum gesagt, wie stellen wir Datensouveränität her? Gestern ist gesprochen worden, wie kann man die Gesundheitskompetenz der Menschen fördern, dass sie auch eigenverantwortlich mit ihren Daten umgehen? Wie lernen wir als Gesellschaft kognitive Fähigkeiten uns anzueignen, eben nicht nur in der IT-Branche, sondern auch dort, wo sie dann angewendet werden? Wo ich sage, wir sind auf der Reise. Ja, und ich glaube, es geht zu zweit oder zu dritt oder in Partnerschaften immer ein bisschen schneller, als wenn jetzt jeder versucht, alles selber zu machen. Deswegen glaube ich, eine andere große Voraussetzung ist, dass Akteure, die in dem ganzen Umfeld miteinander arbeiten, den Mehrwert von Partnerschaften erkennen im Sinne von Geschwindigkeit. Und eins und eins gibt dann vielleicht sogar manchmal drei und nicht nur zwei, weil man eben tatsächlich Kompetenzen anders übereinanderlegen kann und daraus sich die Mehrwerte generieren. In den USA sind wir natürlich schon eine ganze Ecke weiter, was wir dort mit Watson Health gemacht haben, vor allem eben auch im onkologischen Bereich. Da haben Sie sicherlich, wo Sie in Boston waren, viel gesehen. Aber hier in Deutschland arbeiten wir unter anderem mit dem Münchner Leukämielabor zusammen, was ja eine der weltweit größten Datenbanken ist, mit über 500.000 Leukämiefällen, die dort eben registriert sind und die letztendlich dazu dienen, dass in der Diagnostik und der Behandlung von Leukämie man bessere Erkenntnisse hat, aber B, dass man eben, wenn man dem Professor Glauben schenken darf, was ich auf jeden Fall tue, dass er das Ziel hat zu sagen, ich will der Leukämie auf den Hals hetzen und ich will sie ausmerzen. Ich will, dass wir so eine Krankheit besiegen können, weil wir auch besser werden in der Früherkennung, in der Prävention. Und dazu hat er dann zum Beispiel auch Ideen entwickelt, dass er diese Services, ja, die er anbietet, auch dem ausländischen Markt offeriert, darüber eben auch wieder Daten bekommt, die ihm wieder helfen, seiner Kernkompetenz, die Daten rund um diese Leukämiefälle zu haben, aufzubauen, zu erweitern und damit immer besser zu werden. Ein anderes schönes Beispiel, das wir in Deutschland machen, ist mit den Rhön-Kliniken, wo wir zusammenarbeiten unter Einsatz eben unserer Watson-kognitiven Fähigkeiten in der Erforschung und der Erkundung von seltenen Krankheiten. Und wie eben das Wort schon sagt, seltene Krankheiten, es liegen nicht so viele Daten und Patientendaten vor oder eben auch Daten über erfolgreiche Behandlungen wie in anderen Fällen. Und auch darum geht es darum, wie kann man Daten nutzen, Informationen, Erkenntnisse zusammenzuführen, um besser zu werden in der Bekämpfung dieser Krankheiten, aber eben auch besser werden für den einzelnen Patienten, dass eben seine Lebensqualität hoffentlich verlängert, verbessert oder eben auch, dass er geheilt werden kann. Vielen Dank. Herr Dabrock, wir haben gerade gehört, eine etwas vernetztere und intelligentere Umgang mit Daten im Gesundheitssystem wäre an vielen Stellen wünschenswert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich seitens der Patienten und der Bürger und Bürgerinnen auch viele Fragen zum Thema gläsernen Patienten zum Beispiel. Und
Ein paar Fragen fallen mir dann gleich ein, auch wenn ich an Datensouveränität denke. Inwieweit gehören mir die Daten, zum Beispiel über meine Behandlung von einer bestimmten Maschine oder im Lauf einer bestimmten Behandlung? Ist das mein Eigentum? Und wenn ja, was sind die Implikationen dann für den Umgang mit diesen Daten? Lassen Sie mich mit dem ersten Teil anfangen, weil Sie da einen für das Thema wirklich wichtigen Punkt angesprochen haben, nämlich in gewisser Weise die ethische Spannung, wenn nicht das ethische Dilemma. Wir wollen auf der einen Seite die bestmögliche medizinische Versorgung, wer will das nicht, das ist ja gerade wenn er krank ist, überaus nachvollziehbar, aber gerade das Beispiel seltene Erkrankungen und wir lernen ja, darauf hat Herr Krömer ja hingewiesen, dass vielleicht demnächst fast jeder Krebs, individuelle Krebs, eine seltene Erkrankung wird im Zeitalter einer zunehmenden Präzisionsmedizin. Dazu braucht es, um die zu diagnostizieren und zu therapien, viele Daten. Und auf der einen Seite viele Daten zu benötigen und gleichzeitig die beste Therapie haben zu wollen und gleichzeitig andererseits die alten Datenschutzstandards mit enger Zweckbindung und Datensparsamkeit zu haben, das beißt sich. Und ich finde, das muss man ehrlicherweise zugeben und muss zumindest einen Weg finden, wie man eben die Souveränität des Einzelnen möglichst aufrechterhält und gleichzeitig diesen medizinischen Fortschritt, den mindestens dann, wenn die Menschen krank werden, alle wollen, miteinander zu versöhnen. Und ich glaube, jetzt auf den zweiten Teil Ihrer Frage, dass das Konzept des Dateneigentums, was jetzt wieder ganz neu auch in einer neuen Weise debattiert wird, möglicherweise mehr Schaden als Gewinn bringt. Aber die dahinterliegende Frage, wer ist berechtigt, Daten zu nutzen, das ist eine andere als die Frage nach dem Dateneigentum, denn wenn ich Eigentümer bin, dann kann ich dafür ja entsprechende Entgelte nehmen. Das würde, glaube ich, gerade mit Blick auf die Forschung, wo wir die vielen Daten benötigen, den Tod im Topf bedeuten. Und deswegen würde ich eher vorschlagen, tatsächlich über Datennutzungsverantwortung nachzudenken, als jetzt plötzlich die Frage nach dem Dateneigentum zu stellen. Vielen Dank. Sehr spannend. Herr Gröhe, wir haben von einigen Herausforderungen gesprochen, die auch mit einem Thema zu tun haben, die wir heute Morgen angesprochen haben, nämlich Insellösungen. Wie schwierig es ist, diese verschiedenen Inseln aufzubrechen. Das ist aber keine technische Frage. Das ist oft, also wir sprachen davon, eigentlich sind es immer die Menschen, die hinter den Daten und den Algorithmen stehen. Auch hier ist das so. Wie kann man diese alten, verkrusteten Strukturen wirklich durchbrechen in diesem systemischen Sinne? Denn alles, was wir sagen, hat mit dem systemischen Blick zu tun und der wird ständig gepriesen und immer sehr schwer in der Praxis umzusetzen. Ja, wir haben in der Vergangenheit einen rapiden Wandel auch des Gesundheitsbereichs durch Digitalisierung erlebt, aber eben viel wachsende Inseln. Also Mauern diskutieren wir jetzt ja auch immer wieder. Also Mauern gibt es auch immer noch um viele dieser Insellösungen. Ich habe auch gelernt, durchaus zwischen Elite-Unis in den USA, dass das schon große Netze sind, die ausgespannt werden dann über einen Teil des großen Landes, aber dass dann der Transfer zu einer anderen Spitzeneinrichtung auch nicht so leicht gelingt. Und das hat eine Mentalitätsfrage. Reden wir eigentlich über Big Data und lassen dem lieben Kollegen im Nachbarzimmer nicht so gern einen Blick über unsere Forschung werfen? Das ändert ja auch. Vielleicht wird es in Zukunft noch häufiger geben, dass Nobelpreise eher Arbeitsgruppen als Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfern verliehen werden. Also das verändert ja auch viel, was gar nichts erstmal mit Technik zu tun hat. Und dann gibt es die technische Herausforderung, was zwischen den Menschen Kollegialität vielleicht heißt, heißt dann Interoperabilität technisch. Und da muss auch ordnend der Staat, denke ich, eingreifen.
indem er Dinge sicherstellt. Wir haben klar gesagt, es muss die Gematik ein Interoperabilitätsverzeichnis, also Standards festlegen, die mit Sicherheit und mit Schnittmengen zu tun haben. Und damit ist verbunden, dass nur in Zukunft bestimmte Leistungen etwa von gesetzlicher Krankenkasse finanziert werden, wenn diese Herausforderungen auch eingehalten werden. Das heißt, es muss eine Vorgabe geben, die die Dinge transportfähig machen. Und das verbindet sich dann wieder mit dem, was Herr Dabrock gesagt hat über die Frage der Nutzungsberechtigung, nämlich, dass diese Vorgänge gleichzeitig so gestaltet werden sollen und müssen, dass der Einzelne beispielsweise über Instrumente wie Patientenakte oder Patientenfach selbst entscheidet, in welchem Umfang Informationen zur Verfügung gestellt werden. Und das verbindet sich wieder mit einer Frage, die heute Morgen auch eine kurze Rolle schon einmal gespielt wird. Dazu muss der Einzelne auch befähigt werden, in der Herausforderung zu verstehen, was kann der meine Informationen will, damit anfangen? Wo profitiere ich davon? Wo gibt es ein anderes Interesse? Da wird es auch die Frage stellen, wer sind sozusagen Schiedsrichter, die nicht durch ein eigenes wirtschaftliches oder anderes Interesse getrieben mir sagen und mich aufklären über die Frage, wie gehe ich mit den Dingen vernünftig um. Also zur Datensouveränität befähigen und gleichzeitig dann, wenn Informationen freiwillig gegeben werden, die auch transportfähig zu machen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, für die wir jetzt die ersten technischen Vorkehrungen zunehmend ausrollen, aber der damit verbundene Kulturwandel wird uns sicher weit darüber hinaus beschäftigen. Stichwort Kulturwandel. Dahin würde ich jetzt gerne gehen mit einer letzten kurzen Runde, auch an Sie alle, auch mit dem Thema Befähigung und Mitnehmen. Denn wir fingen hier an bei dem Panel mit zwei Fragen zu Akzeptanz. Wir sprechen hier wirklich von einem völlig neuen Paradigmen, also in der, oder für viele sehr neu, für viele Patienten und viele Nutzer im medizinischen System. Frau Ministerin, was kann man tun, um diesen Kulturwandel bewerkstelligen und auch dabei die Bürger und Bürgerinnen mitzunehmen? Hier im Raum sitzen eben viele Techno-Optimisten, aber draußen in der breiteren Bevölkerung sind nicht alle vielleicht so technikaffin und so gut informiert über das, was hier vorgeht. Ich war ja erstaunt bei der ersten Frage, weil ich hatte natürlich erwartet, dass man seine Daten zur Verfügung stellt, wenn die Anonymität gesichert ist, dass das 100% von den hier Anwesenden so sehen werden. Der große Balken, dass man ohne Wenn und Aber seine Daten zur Verfügung stellt, der hat mich etwas überrascht, auch bei der Klientel, die heute hier ist. Aber insgesamt muss man auch anerkennen, dass es viele Ängste in der Bevölkerung gibt und dass wir auch zum Teil mit dran schuld sind, dass es diese Ängste gibt, indem wir unverständlich reden, indem wir Vokabeln benutzen, schon künstliche Intelligenz erzeugt Sorge, dass da etwas passiert, was man nicht mehr kontrollieren kann. Autonome Systeme klingt gefährlich. Und ich hatte es gestern schon mal gesagt, Big Data, über die Hälfte der Deutschen bei Umfragen kann mit diesem Begriff nichts anfangen, hat aber Angst davor. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass auch wir immer beachten, wenn wir jetzt über solche Dinge sprechen. Wir beide diskutieren, soll das Präzisionsmedizin oder individualisierte Medizin heißen. Also ich bin immer für Begriffe, die der normale Bürger versteht. Und statt maschinellem Lernen kann man auch lernende Systeme sagen, auch wenn es nicht 100% identisch ist, aber darum geht es gar nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, Vertrauen zu erzeugen. Und das ist mit Kommunikation, mit sehr viel Information und Kommunikation verbunden und aber auch das, was vorhin von Herrn Dirks angesprochen wurde, dazu gehört auch, dass man ein Gefühl hat für die digitalen Möglichkeiten, also Medienkompetenz, kritische Beurteilungskompetenz, was wir versuchen in Schule, Berufsschule und woanders zu erzeugen, das ist auch ganz, ganz wichtig für diesen Punkt, aber entscheidend ist Vertrauen und da glaube ich wieder, um auf das zurückzukommen, was Herr Dabrock sagte, da ist das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass wir hohe Standards haben. Nicht schlecht. Und jetzt müssen wir signalisieren, dass wir die nicht einfach außer Kraft setzen, sondern dass wir überlegen, wie können diese Standards gewahrt werden, ohne die Interessen der Forschung, ohne die Möglichkeiten zu beschränken. Also das ist sozusagen der Spagat, in dem wir uns bewegen. Danke sehr. Herr Krömer,
Befähigung. Wie sieht es an den Universitäten aus, auch im Sinne, also im medizinischen Fakultät, gibt es inzwischen Lehrstühle für digitale Gesundheitstechnologien? Und inwieweit sind die Professoren, sind die Fakultäten auch im Bereich Lehre darauf vorbereitet? Beantworte Ihnen das sofort, möchte aber noch eine Bemerkung zu dem sagen, was Frau Fanka gerade gesagt hat. Man muss sich vor Augen halten, dass bis vor 10, 15 Jahren das Informationsmonopol bei einer Arzt-Patient-Interaktion komplett auf der Seite des Arztes lag. Ja. Und heute haben wir eine Situation, dass ein gut informierter, möglichst vielleicht noch intelligenter Patient über seine Krankheit deutlich mehr wissen kann, als der Arzt, der ihm behandlungsseitig gegenüber sitzt. Und das bedeutet, dass zwangsläufig in dieser neuen Welt Teilhabe in Teilen intelligenzabhängig sein wird. Und da müssen wir uns schon fragen, ob wir das als Gesellschaft wollen. So, jetzt aber konkret zu Ihrer Frage. Die Universitätsmedizin hat das Gesamtthema, glaube ich, über viele Jahre nicht mit der ausreichenden Priorität behandelt. Da muss man sich ein Stück an die eigene Nase fassen. Jetzt ist es ein Top-Thema an jedem Standort geworden und das zeigt sich im Prinzip auf allen Ebenen. Das Problem heute besteht nicht mehr darin, diesbezügliche Lehrstühle auszuschreiben, sondern qualifizierte Kollegen zu gewinnen, die diese Positionen überhaupt noch besetzen können. Das wird die zentrale Frage sein, ob wir die entsprechenden Humanressourcen dafür generieren können. Die Unimedizin, das wurde ja auch gerade schon gesagt, hat sich bereit erklärt, schnellstmöglich eine vernetzte elektronische Patientenakte innerhalb ihrer Einflussbereiche zu generieren. Und dabei wird natürlich darauf zu achten sein, dass das mit dem Rest des Systems zusammenpasst. Wichtig wird auch sein, dass wir die Ärzteausbildung ein Stück ausrichten auf diese neue Welt. Bis jetzt hat es überhaupt keinen Platz in unserer konventionellen Ärzteausbildung und das könnte eins der Themen in dem gemeinsamen Prozess der Entwicklung des Medizinstudiums 2020 sein, auch darauf Wert zu legen, dass wir künftige Ärztegenerationen dafür ausbilden, adäquat und verantwortungsvoll mit diesen neuen Technologien umzugehen. Danke sehr. Frau Köderitz, Sie sind international tätig. Wie sehen Sie Deutschland in diesem Bereich im Vergleich zu anderen Ländern und was würden Sie der Politik als Rat geben, jetzt für die nächste Legislaturperiode, aber darüber hinaus? Was wäre wichtig in Ihren Augen, damit Deutschland hier wirklich vorne kommt und bleibt? Also sind viele Dinge ja schon genannt worden. Ich glaube, wenn der große Unterschied ist tatsächlich, dass wenn ich jetzt vergleiche die Diskussion, die ich hier habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn ich in den USA bin, ich meine, German Angst ist German Angst in den USA, dafür gibt es keine Übersetzung. Man hat ein grundsätzlich anderes Verständnis zum Thema Datenschutz. Ich möchte es nicht werden, es ist halt so, wie es ist. Und ich glaube, man kann jetzt nur darauf aufbauen zu sagen, wir sehen als Land, dass wir Innovation, dass wir Fortschritt, dass wir Veränderung treiben wollen, dass wir das brauchen, um unseren Wohlstand, um unsere Qualifikation nach vorne zu bringen. Ich glaube, das, was Frau Wanka und Sie, Herr Gröhe, gesagt haben, die Kompetenz der Menschen in allen Bereichen stärken, das Bewusstsein zu schärfen, dass eben nach vorne hin, egal welchen Job wir machen, welche Aufgabe wir übernehmen, wir neue Fähigkeiten erlernen müssen, dass wir auch wahrscheinlich in Zukunft wirklich lebenslang lernen müssen und nicht einmal irgendwie durch eine Ausbildung gehen oder einmal ein Studium absolvieren und dann für die nächsten 50 Jahre fertig sind. Und das Dritte ist, wo ich sage, wie kann Wirtschaft und Politik die Rahmenbedingungen klar vermitteln im Sinne von Transparenz, welche Daten werden benutzt, Transparenz, für was setzt man welche Technologie ein? Dafür werben wir ja sehr stark dafür, eben keine allgemein Waffen zu erzeugen, um den Menschen zu ersetzen, sondern tatsächlich Assistenzsysteme in spezifischen Branchen, in spezifischen Industrien entwickeln zu wollen, dass der Mensch besser wird in all dem, was er tut und das eben auch im Gesundheitssystem. Vielen Dank. Zum Thema German Angst. The Economist titelte vor einigen Jahren in Deutsch Vorsprung durch Panik. Als Beschreibung von Deutschland. Ja. Insoweit Angst kann auch als Treiber ganz gut funktionieren. Herr Dabruck, auch Ihr Rat an die Politik, wenn es darum geht, Kulturwandel und Menschen mitnehmen. Ich hätte
natürlich hat man immer auch Wünsche an die Politik, aber ich hätte tatsächlich vor allen Dingen auch Wünsche an die Digitalwirtschaft, weil ich glaube, dass einer der Treiber oder der Treiber in dem Bereich, neben natürlich den Impulsen, die aus der dann auch politisch gewollten, motivierten Forschungsförderung herauskommen, die Wirtschaft selber sein muss. Und das möchte ich anknüpfen an das, was Frau Wanker gesagt hat und sehr unterstützen, dass es um Vertrauensbildung geht. Und neben Bildung, Medienkompetenz gehört eben auch dazu, dass die Unternehmen, die Angebote im Gesundheitsmarkt anbieten, man denkt an den boomenden Markt der Apps und Wearables, tatsächlich auch den Kunden, die dann auch Bürger sind und wenn die Qualität gut ist, diese Daten ja auch dann als Patienten nutzen können, als Partner betrachten, nicht nur als eine Melkkuh, die man irgendwie finanziell ausnutzen kann, sondern tatsächlich als ein Partner betrachten, den man eben mit solchen Kriterien, wie Sie es genannt haben, Transparenz, Partizipation eben auch begegnet, sprich, dass es Selbstbindung, Code of Conducts, dass es vielleicht Zertifizierungen auf dem Markt gibt, mit denen jedenfalls ein Teil der Digitalwirtschaft, der digitalen Gesundheitswirtschaft voranprescht. Und ich glaube, es wird gerade, Stichwort German Angst, hier in Deutschland auch einen hinreichenden Markt geben, wo Menschen sagen, ich gebe dann vielleicht doch lieber 5 Euro mehr für eine App aus oder ein Wearable. Da weiß ich aber, dass die Qualität da ist, da weiß ich aber, dass mit meinen Daten eben vertrauenswürdiger umgegangen wird. Und das wäre dann eine Win-Win-Situation, bei der man dann nicht die Bürger und die Patienten gegen die Wirtschaft stellt, sondern dann eben zusammen auch jetzt zum volkswirtschaftlichen Vorteil dann nutzen könnte. Vielen Dank. Herr Gröhe, vielleicht ganz kurz eine Frage auch zur Digitalwirtschaft, denn leider konnte Herr Machnig nicht bei uns sein, aber ihm hätte ich sehr gerne eine Frage gestellt zur Rolle der kleinen und mittleren Unternehmen, gerade in diesem Bereich. Wir sprechen von einer Präzisionsmedizin, die so klingt, als ob das wirklich nur was wäre für die ganz Großen. Wie kann man auch den Mittelstand hier mitnehmen bei dieser Sache, denn schließlich ist Kulturwandel auch im Bereich des Mittelstandes notwendig und wichtig. Also natürlich ist das gerade auf diesem Digitalgipfel ein großes Thema. Wie tragen wir die Digitalisierung auch dorthin, wo im Augenblick der Mittelstand volle Auftragsbücher hat und sagt, wir haben jetzt keine Zeit für übermorgen, wir sind gerade im Hier und Jetzt voll beschäftigt. In Deutschland gibt es eine herausragende MedTech-Industrie, medizintechnisch, die aus kleinen, innovativen Unternehmen, zum Teil aus mittelgroßen Weltmarktführern besteht. Das heißt, der medizinisch-technische Fortschritt wird wahrscheinlich noch mehr als beispielsweise der pharmazeutische Fortschritt gerade sehr stark aufgetragen von kleineren und mittelständischen Betrieben. Und wenn dort es gelingt, dass verschiedene Innovationen, auch noch mal ein Exponat, draußen die Vernetzung im OP der Zukunft, wo einzelne Bausteine von einzelnen Firmen dann ihre Kraft entfalten können, wenn sie maximal vernetzt werden. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir durchaus eine ganz starke, auch mittelständische Tradition anknüpfen können. Gestatten Sie mir doch zur deutschen Angst noch etwas zu sagen. Ich wünsche mir mehr Mut, gar keine Frage. Aber ich sage auch sehr deutlich, das ist ein bisschen die Kehrseite eines Gesundheitssystems, mit der die Menschen in diesem Land sehr zufrieden sind. Es gibt Länder der Welt, wenn man da sagt, alles wird sich ändern, ist das eine Verheißung. Bei uns empfinden das die Menschen eher als eine Bedrohung, damit müssen wir umgehen. Aber mit Verlaub, in Amerika 18% des Bruttoinlandsprodukts für eine Gesundheitsversorgung, die den Menschen weniger Qualität und geringere Lebenserwartung bringt als 11% Bruttoinlandsprodukteinsatz in Deutschland. Also das ist die Voraussetzung, auf der wir uns auf den Weg machen. Und jetzt müssen wir verhindern, dass Zufriedenheit zur Selbstzufriedenheit wird und erreichen, dass es mehr Mut gibt, verantwortlich die Chancen zu nutzen. Vielen herzlichen Dank. Ja, bitte. Vielen herzlichen Dank an Sie alle für diese sehr, sehr anregende Diskussion und noch einmal einen Applaus für alle, bitte. Dankeschön.
Und mit diesem Panel schließt auch der diesjährige Digitalgipfel. Und ich möchte meinen ganz herzlichen Dank aussprechen, nicht nur an alle Redner, die noch bei uns sind, auch natürlich an alle, die mitorganisiert haben, also das ganze Organisationsteam, auch die Technik. Können wir bitte da auch einen ganz herzlichen Applaus? An alle Ministerien, die beteiligt waren an der Vorbereitung und vor allem auch an Sie, meine Damen und Herren, für Ihre große Aufmerksamkeit während eines wirklich sehr intensiven Tages und auch für das Mitmachen bei den verschiedenen Abstimmungen. Das war alles ganz spannend, was Sie mit uns geteilt haben an Daten und die werden wir auch gut schützen. Und ich wünsche Ihnen nun einen schönen Abend. Die informelle Vernetzung geht weiter. Wir haben draußen noch ein Get-Together mit Erfrischungen und ich wünsche Ihnen dabei auch gute Gespräche, gute Heimreisen und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, vielleicht auch beim zweiten Digitalgipfel. Auf Wiedersehen.